Hallo ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen zurück zu Foundation. Schön, dass ihr heute auch wieder mit dabei seid. Ja, wie ihr seht, ich habe tatsächlich ein Haus gebaut. Ja, lasst euch überraschen. Ich bin super zufrieden damit, gefällt mir sehr gut. Ich bin schon gespannt, was ihr dann daraufhin sagt. Und ob das auch alles so funktioniert, wie ich mir das jetzt gerade erhoffte. Mal gucken. So, Weg steht. Ah, guck mal, halt. Da, die Aussaat fängt an. Wir haben ja gesagt, ne, wir wollen hier gucken, dass wir da... Wieso macht der jetzt getrennte? Das verstehe ich jetzt nicht. Oh, dann mache ich einfach alles nochmal weg. Wenn das so ist, wenn du das nicht so haben willst, wie ich das haben will, dann machen wir das halt einfach nochmal. So, pass auf. Zack. Zack. Ist ja gar kein Problem. Das kriegen wir alles hin. Müsst ihr halt das kleine Stückchen nochmal bepflanzen, aber das schafft ihr schon. So. Genau, und jetzt ist das hier, da kann man dann eben halt gucken, dass man hier im Prinzip dann nochmal so einen Weg hat, ne? Dass man einfach sieht, dass das da hinten hingehört. Ja, ich denke, ne? Und dann müssen sie ja eh... Warte mal, wir werden hier mal noch ein bisschen was wegnehmen. Oh. So. Da gehen wir doch nochmal ein bisschen rum. Und dann machen wir hier nochmal ein bisschen mehr. Dass das so ein bisschen das Gefühl hat, dass das so zusammengehört. Mal gucken. Interessieren würde mich ja so ein Stück weit, wie berechnet sich eigentlich die Fruchtbarkeit, ne? Also, beziehungsweise die Menge, ne? Woher weiß das Spiel jetzt eigentlich, wie viele Mengen Mais das dann halt auch tatsächlich ist? So, keine Ahnung, ist auch nicht ganz so schlimm und ganz so wild und muss man auch nicht unbedingt, aber ich wäre jetzt gerade tatsächlich ein bisschen neugierig. Also hier, jetzt packen wir den ganzen Zaun da drumrum. Jetzt gucken wir mal, dass wir das hier irgendwie so ein bisschen hinkriegen, ne? So, kann sein, dass wir ein bisschen weniger Zaun brauchen. Das machen wir wieder weg. So. Aha, ich glaube, hier ist... Warte mal, wir machen hier mal erstmal eine ganze Menge weg. Hallo. So, und jetzt gucken wir mal. So, ne? Ich glaube, so ist es ganz cool. Jung, da müssen wir nochmal ein bisschen nachbessern. Das ist ein bisschen zu viel außen. So. Ach, das geht jetzt wieder nicht. Okay. Also manchmal ist komisch, ne? So. Naja, das passt schon. Das passt schon. So. So. Jo. Aha, siehst du? Sehr nice. Habe ich jetzt hier eigentlich das Rote weggemacht, dass die da jetzt auch wirklich hinkommen? Nee. Nein, nicht da lang. Das war jetzt wieder genau das Richtige, ne? So. Natürlich dürft ihr da langlaufen, ne? So, upsi. Was war das? Ah, mit den F-Tasten könnt ihr die Menüs öffnen. Ah, ist ja geil. Das wusste ich noch nicht. Wo ist der? Der steht hier vorne. Okay, alles klar. Schau einer an. So, ein bisschen schneller. Du sollst da hinten nicht lang gehen. Du sollst da hinten nicht lang gehen. Ihr sollt außen rum gehen. Ja, genau. Gehst du da weg? Achso, du bist bloß ein Händler. Okay, ja, das hier ist in Ordnung. Das ist auch okay. Ja, schau. Ich freue mich drauf. Das wird jetzt bestimmt voll schön ausschauen. So, haben wir hier jetzt eigentlich noch irgendwas? Nee, ne, hier passt's. Das ist okay. Weil dann kannst du hier unten nämlich auch schon wunderbar, ne? Für die Fischer, für das Salz, ne? Müsste man mal gucken, vielleicht macht man hier nochmal so einen Stein-Außenposten oder sowas. Dann kannst du hier Häuser hin tun. Auch nochmal so eine kleine Kirche. Und so einen kleinen Minimarktplatz.
Vielleicht nochmal so ein bisschen, na gut, Holzproduktion ist jetzt halt völlig übertrieben, ne? Also ich meine, gut, auch Brot ist total übertrieben. Verkaufen wir das Zeug eigentlich alles? Also das Salz, genau. Eisen, okay. Werkzeug wird massig verkauft. Brot wird massig verkauft. Ich meine, da können wir ein bisschen höher gehen. Aber ansonsten trotzdem, ne? Das ist halt... Wahnsinn. Und wir haben Weizen übrig. Das heißt, wir können hier die Handelsrouten mal aufmachen, ne? Käse, da. Und hier auch noch. Könnten wir sogar Weizen verkaufen. Wobei die hier uns jetzt gerade gar nichts bringen, weil wir von dem ganzen Zeug noch nichts haben. Aber ist nicht schlimm. So, dann haben wir die auch schon mal aufgemacht. Auch wenn wir sie noch nicht brauchen. Jo, ne? Das passt doch erstmal soweit alles. Jo, was könnte man denn hier hin machen? Weiß ich nicht genau. Mal gucken. Jetzt lassen wir das erstmal fertig bauen und dann schauen wir, wie es dann so weitergeht. Hier oben scheint ja auch alles erstmal gut zu laufen. Ne? Hier ist jetzt erstmal nichts. Hier können wir mit der Attraktivität dann auf alle Fälle mal noch ein bisschen was machen. Ne? Es ist im Moment hier unten zumindest alles sehr rot. Da kommt dann aber auf alle Fälle noch was. So gut wird es nicht bleiben. Ha, gucke mal. Genau. Ah, tatsächlich haben die das Gleiche. Das ist gut. Okay. Das heißt, das ist braun und das ist rot. Jetzt habe ich natürlich das Braune genommen. Naja, ist nicht so schlimm. Ist okay. Haben wir das gleich fertig. So, und dann war jetzt die Überlegung so ein bisschen meinerseits, dass wir hier halt eine Trennung machen, auch wenn jetzt hier der Weg ist, ne? Das ist aber nicht ganz so dramatisch. Müssen wir mal gucken. Und zwar hätte ich hier tatsächlich gerne so eine Hecke. So. Sollen wir sie ganz zumachen? Ja, ne? Eigentlich schon. So. Die müssen wir, glaube ich, ein bisschen höher machen. Passt das so einigermaßen? Ich glaube schon. So. Dann machen wir die dahin. Die dahin. So. Ja, schau. Das muss da auf die Seite, damit wir dann eben halt den gleichen Rhythmus haben, ne? Dass das außen ist. Jo. Why not? Sieht doch so erstmal gar nicht so schlecht aus. Ach, ich glaube, das kann man sogar zu. Ja. Jetzt gucken wir mal. So einen Zaun wäre schon nicht schlecht. Der Schienenzaun macht sich da, glaube ich, immer ganz gut. So. So, so, so und so. Ja, genau, perfekt. Der passt da immer sehr schön mit rein. Wäre fast die Überlegung gewesen, ob man es andersrum macht, ne? Die Hecke innen. Aber, ach, naja. Also ich weiß nicht, ich glaube tatsächlich, dass das, wenn du am Grundstück vorbeigehst, normalerweise eigentlich so rum ist, ne? Dass die Hecke halt innen ist, hier ist sie halt außen. Aber ist jetzt auch nicht so dramatisch, ne? Die ist halt auf der einen Seite gepflanzt worden, ist aber direkt durch den Zaun durchgewachsen. So, jetzt können wir mal gucken. Also, hier wäre ja cool, wenn wir hier dieses, nicht das Steuerbüro, sondern Builders Workshop. Oh, drei passen hier rein. Super. Und die Beförderung ist da. Das ist auch gut. Das heißt, wir können hier schon mal wieder aktivieren. Zwei Baumeister rein. Und dann sollten wir ja die Baumeister dann eigentlich auch befördern können. Jo. So, und das heißt, hier gibt es dann den Commoner. Und dann machen wir die beiden
Wir haben jetzt weder einen Job noch sonst was. Nee, dann warten wir mal noch ganz kurz. Wir haben ja noch einen Moment Zeit. Sind ja erst, ist ja erst gerade losgegangen, ne? So. Schön. Man könnte jetzt halt wirklich sagen, man macht hier eben halt doch so ein bisschen was von diesen Wehren dazu. Dass man einfach ein bisschen Variabilität hat, Varianten. Oh, aber der ist ganz schön weit raus, ne? Der müsste eigentlich viel weiter innen sein. Andersrum, der müsste viel weiter draußen sein. Ah, naja, ihr wisst ja schon, was ich meine, ne? Deswegen ist jetzt nicht ganz gut. Wild und dramatisch, wenn ich es jetzt nicht ganz bezeichnen kann. Nach innen, nach außen. Ins Wasser. So viel steht fest. Ins Wasser. So. Die zwei Baumeister, die sind da schon. Es wäre natürlich interessant, können die da jetzt eigentlich auch schon wohnen? Zu Hause. Na, zu Hause haben sie noch keins. Ich hoffe, dass die dann jetzt da sich dazu gesellen. Also, wir haben jetzt hier, genau, das machen wir jetzt dann gleich. Die werden wir jetzt gleich befördern. Dann haben wir auf alle Fälle hier genug Schlafplätze, ne? Und die Möglichkeiten, dass sie sich da hinlegen können. Ne? Das müssen wir natürlich alles noch ein bisschen hübsch machen, das ist klar, ne? Aber ich denke jetzt so fürs Erste, ich glaube, das müssen wir tatsächlich mal noch ein bisschen nach hinten machen. Ich glaube, das ist too much. So. Ich glaube, hier so ein bisschen mehr Weg wäre schon nicht schlecht. Okay. Ich stelle mir gerade vor, die Schafis hier oben. Problem ist bloß gerade so ein bisschen. Ich glaube, dann wird es halt wieder vom Laufen her zu schwierig. Ne? Wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, wir machen hier die Schafherde hin, ne? So, Weg hier runter. Von mir aus kommt dann das Gebäude für die Schäfer, also das Wohngebäude hier hin. Dann machen wir die Weberei, die Schneiderei. Und dann ist aber schon noch ein ganzes Stück bis zum Marktplatz, ne? Das ist, das sollten wir nicht unterschätzen. Das ist eine ganze Menge Weg. Ich glaube tatsächlich, also wirklich Schafe und sowas, das wäre hier unten irgendwo ganz cool. Oder von mir aus auch die Kühe, wobei hier hinten, sie könnten auch hier hinten hingehen, ne? Wenn ich jetzt überlege, hier kommt ja dann eh wahrscheinlich einen Weg hin, sobald die Salzmine halt aktiv ist, ne? Dann brauchst du hier einen Weg und dann könnten wir ja hier die Schneiderei und sowas dazu machen, oder? Ich glaube schon, dass das gehen würde. Oder wir setzen hier halt wieder ein Gebäude ran mit der Stonegate-Mod und machen die dann halt zur Bäckerei und sowas, ne? Aber so, dass wir die Schafe ruhig ein bisschen... Ihr wisst ja, ich bin eh nicht der Typ, der dann halt gerne 30 Farmen nebeneinander hat, ne? Sondern ich möchte ja schon, dass es einfach ein bisschen nach was ausschaut, ne? Deswegen mache ich mir da jetzt so Gedanken. Also ich glaube, ich warte doch nochmal einen Moment, weil ich mir nochmal Gedanken machen möchte. Und ich habe auch andere Prioritäten, ne? Ich will das hier auf alle Fälle weg haben, das Lagerhaus, ne? Der Steinmetz wäre schon cool, wenn der so langsam mal nach hinten rutschen würde, irgendwo hin. Von mir aus auch gern irgendwie hier hin und dann nochmal ein Haus oder keine Ahnung, das ist alles jetzt noch so ein bisschen wackelig. So, ach so, aber trotzdem. So, Bäcker, Bauer, Müller. So, und die Sammler, das sind die jetzt hier. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, da sind noch Plätze frei, aber nicht mehr so viele, ne? Da ist, glaube ich, auch schon alles voll. Das ist dann schon doof, ne? Da ist auch voll. Zwei. Toll, zwei Sammler befördern und die anderen nicht, ist irgendwie auch doof, ne? So, jetzt gucken wir mal, den Träger können wir... Ach, guck doch, der hier.
Ja, Baumeister kann man schon machen, ne? Die sind ja. Ja, komm, machen wir einfach nochmal die 2 Baumeister, das passt dann schon. Okay, die anderen müssen leider halt nochmal ein bisschen warten. Ich denke, das geht dann aber schon mittlerweile, ne? Hier werden wir auf alle Fälle noch ein bisschen dekorieren. Hier können wir das Ding dann theoretisch ja auch noch erweitern und hier so einen Weg rüber schaffen, um so ein bisschen Dynamik reinzukriegen. Auch in das Haus selbst. So, guck mal, hier ist auch der Weg. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Genau so. Sehr cool. Okay. Ja, auch das ist durchaus ein, ja, nicht allzu schlechter Hingucker. Nee, kann man schon sehen. Aber auch hier würde ich gern so ein bisschen eine Abtrennung schaffen. So. Und dann. Warum hat er das jetzt nicht genommen? So. Ja, eigentlich wollte ich doch dahin. Sehr seltsam. Weißt du was, dann fangen wir einfach hier an. So. Ist natürlich falsch rum, das war klar. Ist das jetzt richtig rum? Ich sehe es nicht. So, jetzt ist es richtig rum. Okay. So, pass auf, da. Da. Ja, jetzt ist eigentlich die Frage, ob wir da einfach bis nach vorne gehen. Wobei ich könnte mir vorstellen, dass wir da nochmal irgendwas hinbauen. So. So. Ah ja, siehst du. Und dann können wir hier dann über die Mods ein bisschen dekorieren. Ne? Ihr habt ja gesagt, die Fantasy-Mod, die Pflanzen, die geben echt gut Punkte. Vielleicht doch wieder rot, weil es dann halt einfach passt in Mischung mit dem Lila. So. Das habe ich jetzt genommen, rot, ne? Das heißt, jetzt müssen wir lila nehmen. Damit es so ein bisschen weiß wirkt. Ist ja doch relativ hell, das lila. Könnte auch Fliederfarben sein. Ja. Ein bisschen Lust auf Farbenlehre. Was es nicht alles für Farben gibt, du. Ja, schau. Siehst du. Ja, es ist halt noch sehr improvisiert, es ist halt noch nicht viel da, ne? Aber das kommt dann mit der Zeit schon noch. Ne? Damit beschäftigen wir uns auf alle Fälle nochmal ein bisschen. So. Ein Mönch nähert sich dem Dorf, das ist schön. Ist halt ein weiter Weg, aber du schaffst das dann schon. Gut, dann gucke ich jetzt mal. Ne? Ich wollte ja hier unten dann eigentlich auch eine Fischerhütte hinmachen. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwie die Möglichkeit haben. So. Oh, die ist ein bisschen tief. Ach so, falsch rum. Daran liegt's. So. Jetzt müssen wir mal so ein bisschen gucken. Das könnte schon relativ gerade sein, ne? Naja, sieht doch gut aus. Kann man doch auf alle Fälle so machen. Jo. Und dann, wie gesagt, gucken wir mal, wo Rind und Schaf ihr Plätzchen finden. So, dann lassen wir das mal bauen. Machen hier aber auch tatsächlich mal so einen roten Strich runter. Dann gehen die hoffentlich irgendwie da in dem Zwischenbereich ran. Das ist doch gar nicht so schlecht. So, 2 Arbeitslose. Das heißt, wir können hier nochmal einen Baumeister dazu holen. Sehr nice. Super.
So. Aber generell, ne? Es ist jetzt eigentlich ganz schön geworden. Klar, es fehlt noch ein bisschen Bepflanzung, ne? Das machen wir dann auf alle Fälle noch. Ja. Oh, jetzt ist er gleich da. Pass auf, jetzt machen wir mal. Upsi, ein bisschen. Was ist das? Ach, guck mal. Schnell freigeschalten. So. Hi, was hättest du denn gern? Werkzeuge. Okay, dann können wir jetzt mal tatsächlich gucken, was denn am wenigsten Punkte hat. Okay, Königreich oder Arbeiterschaft. Dann machen wir es für unser Volk. Dann bleiben sie wenigstens daheim. Die Werkzeuge. So, siehst du? Schön. Okay, Bärentechnisch sieht es jetzt besser aus. Jetzt ist bloß die Frage, ne? Achso, hier wollte ich Geflügel reinmachen. Genau, das war's. Geflügel. So. Weil das ja da ist, ne? Der Taubenschlag. Fisch wäre jetzt halt blöd, weil das noch keinen Weg runter geht. Deswegen. So, hier habe ich bloß erstmal hinplatziert. Da wird schon gebaut. Ach, guck, da ist sogar. Siehst du, da ist schon die Linie. Ja, und dann kann man halt schon überlegen, ob man hier halt einfach wirklich ein Gemüsefeld hinmacht oder hier hin. Mit der Freiform. Ich tendiere eher. Achso, nee, die wollte ich hier oben hin machen, ne? So ein bisschen näher da dran. Nee, mal gucken. Oder man macht halt hier irgendwie Schafe hin. Und dann, wenn du sagst, du machst jetzt hier zwei Schafe hin. Dann hast du hier die Möglichkeit, noch Gebäude hinzustellen. Sei es halt Häuschen, Wohnhäuser oder sei es irgendwelche Produktionsstätten. Und dann kannst du von hier aus die Wolle verteilen. Und wenn du dann, wenn du das Ding hier weg hast, ne, dann kannst du ja auch hier die Webereien machen oder die Schneiderei oder hier. Das ist alles schon möglich, ne? Das kann man schon irgendwie. Aber dafür sollten wir das Ding dann erstmal irgendwie wegmachen, ne? Hatten wir jetzt eine Steinmine? Hier, Steinvorkommen, siehst du? Also es wäre sowieso gar keine schlechte Idee, den Steinmetz dann zu verschieben. Aber was brauchen wir? Stoff, genau, Scheibenglas. Also müssen wir mit der nächsten Beförderungsperiode dann doch mal anfangen und die Möglichkeit schaffen für unsere ersten Schafis. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was empfindet ihr als besser? Machen wir hier unten die Schafe oder sollen wir hier oben die Schafe machen und dann das Gemüse irgendwie auf der einen oder auf der anderen Seite, je nachdem, und verteilen das dann so ein bisschen? Ich meine, hier in der Mitte ist ja, jetzt gut, hier vielleicht nicht, aber Lagerhaus muss ja noch weg. Dann hätten wir hier auf alle Fälle Platz, hier haben wir ein bisschen Platz, hier ist noch Platz. Sage und schreibe, auch theoretisch wäre hier noch Platz. Hier soll ja eine Taverne irgendwann hinkommen oder hierhin, müssen wir mal gucken, ne? Das wird, denke ich, auch irgendwann dazu kommen müssen. Ja, mal gucken. Wir werden sehen. So, jetzt ist aber erstmal gut. Die letzte Folge ging ja ein bisschen länger. Diesmal habe ich nicht ganz so viel Zeit. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und gefällt mir hier ganz gut, ne? Ist eigentlich ganz hübsch. Jo, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und munter und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!